Meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Gasthörerinnen und Gasthörer, liebe Studierende, wie auch Schülerinnen und Schüler von Hildesheimer Gymnasium, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Fortsetzung unserer öffentlichen Vortragsreihe Europagespräche. Ich darf Ihnen heute vorstellen, meinen Kollegen aus Graz, es handelt sich um Dozent Dr. Peter Hohenthaler, der heute, denke ich, zu einem sehr wichtigen und interessanten Thema sprechen wird. Es geht, wie Sie wissen, um die Politik Stalins mit Blick auf die deutsche Frage, das heißt die Stalin-Periode nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 bis 1953 und eine ganz andere Thematik, aber wir sind wieder bei der deutschen Frage und sowjetischer Deutschlandpolitik, Politik von Michail Gorbatschow, die Jahre 89 bis 90. Herr Hohenthaler ist gebürtiger Kärntner, 1976 in Klagenfurt geboren, aber familiär auch mit Deutschland verbunden. Da gibt es Beziehungen zu Hamburg, Vorfahren aus Ostpreußen. Herr Hohenthaler hat studiert Geschichte und Russisch an der Karl-Franzens-Universität in Graz in den Jahren 1994 bis 2000 und in dieser Zeit auch für ein Jahr an der Staatlichen Universität St. Petersburg, die Jahre 97-98. Er spondierte 2000 zum Magister, promovierte 2003 und in gebührlichem Abstand, sowas braucht Zeit, Habilitation 2013. Und das zu einem Thema, das hochaktuell ist und die Forschung auch sehr interessiert, nämlich das Konzept von Neutralität in der Außenpolitik von Josef Stalin, 1945 bis 1953, letztes Jahr als Buch erschienen, Harvard Cold War Studies, Book Series Lenin, 2015 in englischer Sprache. Die Diplomarbeit beschäftigte sich noch mit Zwangsarbeit in der Land- und Forstwirtschaft auf dem Gebiet der heutigen Republik Österreich. Das war ja, als die Zeit der Zwangsarbeit stattfand, war das die sogenannte Ostmark oder die sogenannten Alpen- und Donaugau. Wir reden also von Österreich in der NS-Zeit. Er hat dann weiter mitgewirkt, sehr aktiv, an einem Forschungsprojekt Die Rote Armee in Österreich. Das war die Zeit der Besatzung Österreichs von 1945 bis 1955. Er hat mitgewirkt ebenso an der Koordination eines großen internationalen Forschungsprojekts Der Prager Frühling 1968, der Reformsozialismus in der CSSR und dann die Niederschlagung dieser Reformbewegung des Reformkommunismus des Tschechoslowakischen im August 1968, das internationale Krisenjahr 1968 und sehr intensiv auch sich befasst mit einem Epochenende, das Ende einer Epoche, nämlich der Kreml und Osteuropa, die Jahre 1989 bis 1991. Also Sie sehen, wie sich das entwickelt hat von einer Studie über Zwangsarbeit, über Besatzungspolitik der Roten Armee hin zu einem Krisenjahr wie 1968 und letztlich auch Krisenjahre für die Sowjetunion 89, 90, 91. Herr Hohenthaler ist im Rahmen dieser Projekte sehr aktiv gewesen. Er ist auch im Bereich der Beratung eingeschaltet gewesen, hat bei einer ZDF-Dokumentation zum 50. Gedenken an den Bau der Berliner Mauer 1961-2011 mitgewirkt, auch im Rahmen der ORF-Dokumentation Die Zweite Republik, eine unglaubliche Geschichte von Hugo Bortisch. Ausgezeichnet ist Herr Hohenthaler für seine wissenschaftlichen Forschungsarbeiten mit dem Bundesehrenzeichen der Republik Österreich für besondere Verdienste, auch mit einem Förderpreis in diesem Jahr. Gratulation dazu für Wissenschaft und Forschung des Landes Steiermark. Seine Werke sind vielfältig und sehr beachtlich. Ich darf aus den Monographien zitieren. Einmal, Zitat, ein Geschenk für den Führer, Zitat Ende, sowjetische Zwangsarbeiter in Kärnten und der Steiermark. Das ist eine Veröffentlichung gewesen im Rahmen des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung. Das Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung existiert seit 1993. Herr Hohenthaler zählt zwar nicht zu den Urgesteinen, zu den Gründern, aber zu einem der aktivsten Mitwirkenden dieses Instituts. Es liegen hier dann auch für Sie Informationsmaterialien auf. Am Ende des Vortrags können Sie sich gerne weiter informieren über die Aktivitäten dieses Instituts und auch die vielen vielfältigen Veröffentlichungen. Stalins großer Bluff, Stalin ein Bluffer, der Titel einer Edition, die 2007 erschienen ist, zur Geschichte der Stalin-Note in Dokumenten der sowjetischen Führung.
herausgegeben und eingeleitet von Peter Rubenthaler. Man muss dazu sagen, er ist regelmäßig in den Archiven in Moskau, in verschiedenen Archiven, dort tätig, im Jahr 3-4 Mal regelmäßig konsultiert er neu frei gewordene Akten, sei es das Molotow-Archiv, sei es das Außenministerium, sei es die diversen Organe des Parteiarchivs der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und so weiter. Und wie gesagt, zuletzt die Monographie The Concept of Neutrality in Stalins Foreign Policy 1945-1953. Bemerkenswert, das muss ich hier ausdrücklich sagen, sind viele Sammelwerke und wenn man so will, große Quelleneditionen, die in englischer Sprache erschienen sind, in deutscher Sprache und in russischer. Ich darf aus diesen Publikationen einige zitieren, gemeinsam mit Walter M. Über, Hitlers Sklaven, Stalins Verräter, Aspekte der Repression an Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen, eine Zwischenbilanz, das ist 2010 erschienen, in der Reihe des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung. Gemeinsam mit Barbara Stelzle-Marx, Natalia Tomilina, Alexander Dschubarian, Günter Bischoff, Viktor Tschenko, Michael Koschenko-Tschikow, Peter Rubenthaler, dem Mitherausgeber Gerhard Wettig, Manfred Wilke, der Wiener Gipfel, das Treffen Khrushchev, Kennedy 1961, die Begegnung dieser Repräsentanten der Supermächte 1961, die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich vielleicht noch erinnern. Gemeinsam mit diesen genannten Autoren und weiteren eine Dokumentation über Khrushchevs Politik mit Blick auf den Westen 1955 bis 1964, Gespräche, Aufzeichnungen, Stellungnahmen, also die Kuba-Krise ist hier eingeschlossen, die Berlin-Krise, das ist in München 2011 erschienen. Dann mit Walter M. Iber auch über Stalins Wirtschaftspolitik an der sowjetischen Peripherie, also das Imperium, das seine Peripherien kennt. Welche Wirtschaftspolitik betreibt hier der Kreml? Ein Werk, das einen Überblick bietet auf der Basis sowohl osteuropäischer als auch sowjetischer Quellen, das ist 2011 erschienen. Gemeinsam mit dem Botschafter Martin Eichtinger, Stefan Kahner, Mark Kramer hat Herr Rubenthaler herausgegeben Reassessing History from Two Continents, ein Festschrift für Kollegen Bischof, in Innsbruck 2013 erschienen. Gemeinsam mit Stefan Kahner, der Direktor, der Leiter dieses Instituts für Kriegsfolgenforschung in Graz ist, mit Mark Kramer, mit Manfred Wilke, das Thema der Kreml und die Wende. Das ist dieses Werk hier, das ich gleich hier umgehen lasse, der Kreml und die Wende. Gemeint ist natürlich die Wende von 1989. Oder ein Werk über die Moskauer Deklaration, die wichtig war für, wenn man so will, auch als Legitimationsgrundlage, als Begründungszusammenhang für die Entstehung der Zweiten Republik Österreich wiederherstellen. Unter Mitarbeit von Dieter Bacher und Peter Rubenthaler, herausgegeben von Stefan Kahner und Alexander Dschubarian. Die Renner, Stalin-Briefe, die wichtig sind für das Jahr 1945, eine Dokumentation, Plotnitz 2015, sowie ferner auch der Kreml und die deutsche Wiedervereinigung, interne sowjetische Analysen. Das wäre der zweite Band hier, also Sie sehen, grundlegende Werke eben basieren auf Akten, auf neu frei gewordenen Aktenbeständen, Quellenbeständen aus sowjetischen Archiven. Ich finde das ausgesprochen bemerkenswert, dass wir auch diese Publikation dann eben in englischer und in deutscher Sprache vorliegen haben, die übersetzt werden, die eben dann auch einer wissenschaftlichen Öffentlichkeit der internationalen Community entsprechend auch vorgelegt werden. Ich kann die vielen Aufsätze, die Herr Rubenthaler veröffentlicht hat, kann ich gar nicht Ihnen alle aufzählen, weil dann wäre die Zeit, die für den Vortrag vorgesehen ist, vorbei. Er hatte mich in vielen wichtigen Organen, man kann sagen Top-Journals, also Zeitschriften, die eben streng wissenschaftlich begutachtet werden, man nennt das Peer-Reviewed Journals, veröffentlicht in englischer Sprache, in anderen Sprachen. Ich freue mich sehr, Rubenthaler, dass Sie gekommen sind nach Hildesheim. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind angesichts dieses Themas, denke ich, mehr als verständlich. Ihnen gehört das Wort. Kommen Sie ans Podium und führen Sie aus. Wir freuen uns auf Vortrag und Diskussion. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, es waren eindeutig zu viele Forschungslehren, zumindest. Ich glaube, eine fünfminütige Einleitung. Herzlichen Dank, Herr Gehler. Herzlichen Dank für die Einladung. Wie Herr Gehler eingangs bereits erwähnt hat, verbindet mich sehr viel mit Norddeutschland. Meine
da stammte aus Hamburg, beziehungsweise das Kind einer Flüchtlingsfamilie, die 1945 aus Ostpreußen, wie so viele, flüchten mussten. Das erklärt auch meinen persönlichen Zugang zu dem, zur Geschichte allgemein, zu den vielen Themen, mit denen ich mich beschäftige. Wir haben es heute in der Früh schon diskutiert. Letztendlich ist es immer auch die Biografie des Forschenden, die natürlich einen wesentlichen Impuls gibt. Ja, mag Vor- und Nachteile haben. Als Historiker sollte man sich aber das bewusst sein, dass man sich dadurch keine Scheuklappen aufsetzt. Ja. Kann Ihnen nur mit zwei Worten sagen, also dem Thema Russland in meiner Familie von beiden Seiten thematisiert worden ist, war es auf der einen Seite eben immer, ja, wir haben ja unsere Heimat verlassen müssen, weil die Russen gekommen sind, schuld daran ist Hitler. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, aufgewachsen bin ich in Kärnten an der jugoslawischen Grenze, damals noch jugoslawischen Grenze, genau dort, wo die Rote Armee zum Stillstand kam 1945, wo es hieß, also in Kärnten 1945, dass man nicht, vor nichts mehr Angst hatte, als davor, dass die Russen kommen. Ja. So, das war meine große Frage in der Kindheit immer, ja, warum heißt es auf der einen Seite, wir mussten ja von den Russen fliehen und auf der anderen Seite, die Steirer und Kärntner sind nicht geflohen vor den Russen, sie sind da zu Hause geblieben, haben ihre Heimat nicht verloren. Und ja, das erklärt zumindest meinen persönlichen Zugang, aber nicht nur meinen, sondern das ist im Prinzip auch die wesentliche Frage, um die es geht, in nicht nur meinen Forschungen, zumindest heute in dem Vortrag. Ja, wenn Sie sich die Karte, ist leider sehr klein geraten, aber das werden Sie alle vor dem Kopf vorstellt, das sind die Deutschen. Hier leben die Deutschen. Der Einfachkeit halber auf dem Gebiet Österreichs, aus sowjetischer Sicht, aus der Sicht Stalins natürlich, dabei handelt es sich auch ausschließlich um Deutsche. Und das ist 1945 aus der Sicht Stalins und der sowjetischen Politik natürlich die Kardinalsfrage, wie geht man weiter um mit den Deutschen, was macht man mit diesen Millionen Menschen, ja, die zweimal innerhalb so kürzester Zeit so viel Unglück über unsere Heimat, also die Sowjetunion, gebracht haben. Und welche Maßnahmen unternimmt man, um für alle Zeit, zumindest für sehr lange Zeit, auszuschließen, dass die Deutschen noch einmal die Sowjetunion angreifen können. Jetzt ist viel darüber debattiert worden, natürlich in den letzten Jahrzehnten, was denn Stalin wirklich vorhatte, was er als geeignete Mittel sah, um die Deutschen sozusagen im Zaum zu halten. Kurzum, ich werde nicht auf die vielen historischen Debatten eingehen, sondern versuche Ihnen soweit darzulegen, was meine Sichtweise auf das Ganze ist, die sich also entwickelt hat auf der Basis ja von Archivarbeiten. Also wie Herr Gehler erwähnt hat, seit 1998 verbringe ich 3 bis 4 Mal im Jahr mehrere Wochen in Moskau und arbeite ja, an diesen und anderen Themen. Ja, das wohl wesentlichste Kriegsziel Stalins bestand natürlich in einer dauerhaften Schwächung Deutschlands und seines Machtpotenzials. Politik zielte darauf ab, alles zu unternehmen, um eine rasche Wiedererstarkung Deutschlands nach 1945 zu verhindern. Deutschland sollte nachhaltig geschwächt werden, unschädlich gemacht werden. Dazu hatte Stalin aber jetzt keinen großen Masterplan, ja, wie das ablaufen sollte, also erst machen wir das, dann das, dann das. Er hatte aber sehr wohl Strategien und die er situationsbedingt abänderte, was ihn heute als ausgeklügelten Taktiker auch erscheinen lässt, mit Molotow als sein Pendant. Stalin war sich bewusst, dass er Deutschland nicht zerstören könnte, ne? Das bezeichnende Zitat, das Sie bestimmt alle kennen, die Hitler kommen und gehen, aber das deutsche Volk, der deutsche Staat wird bleiben. Die Erfahrungen nach dem Ersten Weltkrieg, dass Deutschland politisch und militärisch am Boden
lag und doch innerhalb weniger Jahre derart wieder erstarkte, waren Stalins wichtigster Beweggrund für die Forderung nach Zerstückelung des Deutschen Reiches. Zerstückelung, das heißt auch, dass die Abtrennung Österreichs vom Deutschen Reich als eines dieser Maßnahmen gesehen wurde. Ja? Das heißt, wenn ich von Zerstückelung spreche, heißt das nicht, dass Stalin von Anfang an vorhatte, Deutschland in viele kleine Staaten oder kleine Gebilde zu zerstückeln. Es war aber ein Mittel, ja, zumindest für Gebietsabtrennungen, Ostpreußen, Ostgebiete. Heißt das aber auch, dass, und dann kommen wir zur wesentlichen Fragestellung des heutigen Abends, etwa im Jahre 1952 Stalin bereit gewesen wäre, auch die sowjetische besetzte Ostzone, also was dann zur DDR wurde, aufzugeben. Und kurzum, es ist die Frage, was war das Ziel Stalins, was war das maximal Erreichbare für ihn? Rechts davon klein zu sehen, die Karte, wie es dann letztendlich wurde. War dies die Landkarte Europas, insbesondere der erfolgten deutschen Teilung und der Abtrennung Österreichs, was er wirklich erreichen wollte. Deutschland klein machen, Deutschland entmilitarisieren, Deutschland unschädlich machen, war natürlich nicht nur der Wunsch der Sowjetunion, das war Konsens unter allen Alliierten, Franzosen, Amerikaner und Briten, vor allem Franzosen ging es natürlich auch darum, Deutschland im Zaum zu halten, Deutschland nicht wieder erstarken zu lassen. Warum betone ich das jetzt hier, wenn wir später über 1990 und Wiedervereinigung sprechen werden, sind das genau die Ressentiments, die in Paris und London aufkommen. 1945, 1946, was waren die Pläne der Westmächte? Die Amerikaner entwickelten einen Plan, Deutschland komplett zu entmilitarisieren. Der sogenannte Burns-Plan, der vorsah Deutschland zunächst auf 25 Jahre, später sogar bis auf 40 Jahre Laufzeit zu entmilitarisieren. Sprich, Deutschland jegliche Grundlage zu nehmen, wieder mal einen Angriffskrieg führen zu können. Man machte sich auch durchaus, man setzte sich darüber ins Einvernehmen mit Stalin, der anfänglich sehr aufgeschlossen auch wirkte darüber, also immer wieder zu verstehen gab, dass er sehr wohl damit etwas anfangen kann. Also was kann man sich darunter vorstellen? Das heißt, es wären die Westalliierten schon bald einmal nach Kriegsende abgezogen und Deutschland wäre quasi so ab entmilitarisiert, ja, neutral. Als ein Gebilde, ja, von Millionen Deutschen, die sich sehr bald nach dem Zweiten Weltkrieg wieder selbst regieren und beherrschen. Was dachte man aber in Moskau in Wirklichkeit darüber? Ja? In Moskau hat man die Pläne der Amerikaner ausführlichst analysiert und auf den Punkt gebracht, genau das vermutet, was die Amerikaner zwar so nicht beabsichtigt hatten, aber befürchtet, dass es den Amerikanern um nichts anderes geht, als darum, die Machtposition, die neu gewonnene Machtposition der Sowjetunion in Mitteleuropa zu schwächen, in Folge dann zu verlangen, dass die Sowjetunion auch die Truppen aus Polen abzieht und aus dem Balkan. Sprich, von Anfang an war die sowjetische Seite schwerstens gegen solche Pläne, hat aber öffentlich und in den Verhandlungen sich immer positiv dazu geäußert, aber letztendlich sich nicht darauf eingelassen. Den Amerikanern wurde das sehr bald klar, schon 1946 in Paris auf der Außenministerkonferenz, dass die Sowjets wahrscheinlich an gar keiner Lösung über Deutschland interessiert sein werden. Dazu interessante Geschichten, wie sie das versucht haben auszuloten. Sie drängten unter anderem darauf, ganz schnell
Die Amerikaner sagten zu den Sowjets, lasst uns schnell über Österreich reden, schließen wir schnell einen Vertrag ab. Wenn der Vertrag abgeschlossen ist, sprich alle Truppen gehen aus Österreich raus, dann wird es auch schon leichter werden, über Deutschland zu reden. Ja? Genau das war aber der Punkt, ein Dorn, ein Stachel sozusagen im Fleisch der Sowjets. Darauf haben sie sich nicht einlassen können. Warum? Wenn die Sowjets ihre Truppen in Österreich belassen wollten, ja, das war völkerrechtlich so geregelt und daran hielten sich die Sowjets. Das Völkerrecht war ihnen in diesem Sinne immer sehr stark wichtig für die Legitimation. Die Truppenpräsenz der Sowjets in Ungarn und in Rumänien war gekoppelt an den Nachschub in Österreich. Ja. Sprich, die Sowjetunion hatte völkerrechtlich nur das Recht, ihre Truppen in Rumänien und in Ungarn zu stationieren, solange auch in Österreich die Besatzungstruppen waren. Ja? Sprich, wenn man jetzt schon sehr frühzeitig darüber gesprochen hätte, den Vertrag zu Österreich abzuschließen, hätte das auch zur Folge gehabt, dass die sowjetischen Truppen sich zurückziehen müssen. Daran war Stalin nicht interessiert. Weder 46, 47. Und das wirkt zusammen mit der deutschen Frage, oder jetzt konkret 1946, 47, mit Deutschland, sprich, es war nicht so, dass man keine Zeit hatte, in Paris jetzt über Österreich zu reden, sondern es war schlicht einfach Strategie der Sowjets, sich auf keine Gespräche einzulassen, denn es werde in weiterer Folge auch dazu führen, dass man das ganze deutsche Paket sozusagen aufschnüren müsste. Wie erklärt das aber dennoch, dass die Sowjetunion in der Folge sozusagen als Hüterin der deutschen Einheit auftrat, beziehungsweise sich ins Licht setzte? Und wie gelang es Moskau und Stalin überhaupt, sich sozusagen in der Weltöffentlichkeit auch so zu verkaufen, dass wir und die Sowjetunion ja sowieso immer für die deutsche Einheit und für die Wiedervereinigung sind und der Westen ja an dem Ganzen schuld ist? Ja, das Ganze ist nicht so einfach zu beantworten, aber Stalin, wie gesagt, war aus dieser Sicht ein geklügelter Taktiker. Ja. Es ging grundsätzlich beim Aufbau des Ostblocks immer darum, erst einen Schritt, der international negative Reaktionen hervorrufen kann und auch hervorrief, dass dann gesetzt wurde, wenn der Westen einen Schritt gesetzt hatte. Ja. 1952 zum Beispiel der Abschluss des Generalvertrages, des Deutschlandvertrages, der die Westbindung der Bundesrepublik gewährleistete. Am Tag danach hat Stalin die Grenzen ab der DDR abgeschottet. Ja? So, als wäre es eine Reaktion auf einen westlichen Schritt. In Wahrheit, wenn wir heute hinter die Kulissen schauen und uns die Dokumente anschauen, war dieser Schritt schon lange geplant. Sprich, Abschottung der DDR, Grenzen dicht machen. Man hat immer nur gewartet auf einen Moment, einen idealen Moment, in dem man diese Maßnahmen durchsetzt. Ja? Und auch letztendlich auch weniger Widerstand zu treffen. Ich überspringe ganz kurz, wir gehen ins Jahr 1952, Koreakrieg tobt seit 2 Jahren, der Kalte Krieg seine erste heiße Phase schon überstanden, die Berlin-Krise 1948, als Stalin die Zufahrtswege abschneiden ließ, in der Hoffnung und mit dem Ziel, dass West-Berlin letztendlich unter sowjetische Kontrolle fallen wird, dass die Westmächte auf West-Berlin auch verzichten mögen. Sie kennen alle den Ausgang, Rosinenbomber, und der Westen unternimmt unglaubliche Anstrengungen, in West-Berlin zu halten. Es geht so aus, wie es in Moskau niemand erwartet, aber es zeichnet sich letztendlich dann so ab und die Sowjets müssen sich damit zufrieden geben, mitten in ihrer Besatzungszone letztendlich immer die Westmächte erdulden zu müssen. In dieser Situation, die NATO ist gegründet, 1949, kommt auf einmal Stalin und macht ein verlockendes Angebot.
1952 im März, bietet er an, Deutsche, setzt euch alle an einen Tisch und wir machen mit euch einen Friedensvertrag zum Preis der Neutralität. Schon damals traute man Stalin nicht, kann man so sagen. Stalin würde das nicht ernst meinen. Kurzum, mit Stalin ist keine Lösung zu Deutschland mehr möglich. Brachte damals die Westmächte auch tatsächlich in eine, ja, wie soll man sagen, in eine, in Bedrängnis, ja, wie man darauf reagieren sollte. Letztendlich zeigte man Stalin auch die kalte Schulter und versuchte eben dieses Störmanöver auch als Propaganda abzutun, beziehungsweise eben so darzustellen. Heute zeigen die sowjetischen Akten, dass es auch tatsächlich so war, in diese Richtung ging, dass es Stalin in erster Linie darum ging, jetzt weniger Propaganda zu machen, aber es geht sehr stark um die Schuldfrage. Wer trägt die Schuld an der dauerhaften oder an der gefestigten deutschen Teilung? Ist es der Westen? Ist es der Osten? Das war Stalin sehr wichtig. Warum betone ich das jetzt hier noch einmal? 1990, wenn es darum geht, als die Frage der Wiedervereinigung wieder auf der Tagesordnung steht, ist das ein mitentscheidender Moment, die Schuldfrage bzw. der Umgang, die Haltung zu einer deutschen Einheit während des Kalten Krieges. Stalin ging es aber 1952 um ganz anderes, ich habe es kurz schon erwähnt, es ging um die Abschottung der DDR, um die Festigung der Grenzen, um die Sicherung der Grenzen, um die Planung des Aufbaus des Sozialismus in der DDR. Kurzum, hinter diesem sogenannten Manöver, Stalin-Note, über die viel geschrieben worden ist, in vielen Büchern standen sehr viele handfeste Ziele und die weisen alle in die Richtung Abschottung des Ostblocks, Abgrenzung vom Westen, sowjetische Soldaten an die innerdeutsche Grenze, mit dem einzigen Schlupfloch, ne, das noch blieb, nach West-Berlin, und das ja bekanntlich dann erst 1961 durch den Bau der Berliner Mauer, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, zugemauert wurde. Ganz kurz möchte ich noch Ihnen ein bisschen einen Eindruck geben in das Arbeitsklima sozusagen, das im Kreml geherrscht hat. Ja, wenn man sich das so vorstellt, dann das ist oft ein Problem von Historikern, wenn man diplomatische Texte analysiert, ja, von kleineren sowjetischen Diplomaten von der mittleren Ebene, aber auch von den Ministern selbst. Ja, zwar kam Molotow eine entscheidende Rolle zu. Molotow, ja, Sie wissen, der engste Freund von Stalin, zeitweise auch als der bezeichnet, als überhaupt der einzige Freund von Stalins überhaupt. Ja, wie gingen solche Freunde miteinander um? Sind viele junge Menschen hier, ich möchte Ihnen noch kurz davon erzählen. Im Dezember 1948 ließ Stalin Molotows Frau verbannen. Ja? Seine Frau wurde aus der Partei ausgeschlossen und nach Kasachstan verbannt. Wie verhielt sich aber Molotow? Ja? Molotow, alter Bolschewik, fest davon überzeugt, dass alle Parteiinteressen über jeglichen persönlichen Interessen zu stehen haben, fügte sich Stalin, stimmte zwar im Politbüro nicht für die Verbannung seiner Frau, aber er enthielt sich seiner Stimme. Das heißt, während seine innigst geliebte Frau in Verbannung saß, ja, ab 1948, das sind die entscheidenden Jahre, über die wir hier auch sprechen, über die Deutschlandpolitik, ja, entschuldigte sich noch Molotow bei Stalin, ja, für seine schwere Schuld, die er auf sich geladen hatte. Ja. Molotow kannte zu gut das tödliche Spiel, an dem er selbst in den Jahren
der Vorteil hatte. Ja? Und die Partei stand über alles, persönliche Ressentiments durften bei einem Bolschewiken einfach keine Rolle spielen. Ja? Im März 1949 ja, kam es dann noch schlimmer. Stalin setzte Molotow als Außenminister ab. Ja? Größte Strafe für Molotow überhaupt. Aber Stalin wäre nicht Stalin, hätte ihm nicht eine Chance gegeben. Ja? Stalin übergab ihm formell keine Funktion, aber er durfte über der außenpolitischen Kommission wachen, die ZK angesiedelt unter dem Politbüro stand. Sprich, das waren ständige Machtspielchen. Ja? Einerseits ein neuer Außenminister Wyszynski, der aber keine Kontrolle über der Außenpolitik hatte, sondern nichts mehr als ein Organisator der Außenpolitik war, dem dann wieder Molotow übergestellt wird. Sprich, ein ständiges Spiel mit Marionetten, an den Stalin die Strippen zieht und wo jeder der Beteiligten weiß, dass er jederzeit fallen gelassen werden kann. Ja? Wyszynski auf dem Papier zwar Außenminister, aber informell hat er Molotow zu berichten. Und wie alle Akten jetzt zeigen nach der Öffnung, ja, damals großes Rätsel, was heißt das, Molotow wird abgesetzt. 49 bis 53, Wyszynski Außenminister, Molotow kaum sichtbar. Heute zeigen die Akten, dass Molotow diese Chance, die ihm Stalin noch gab, ja, ehrwürdig erfüllte und bis zuletzt das entscheidende Wort in der Außenpolitik mitprägte. Ja? Natürlich in Absprache mit Stalin. Ja? Aber dass das natürlich nicht Außenminister Wyszynski war, der jedes Tag mit Todesangst in sein Büro ins Außenministerium ging. Ja? Kurzum, dieses Klima, wenn wir darüber sprechen, was wer wollte für Deutschland, sehr oft jetzt, das richtet sich in erster Linie an Sie hier in erster Reihe, wenn wir darüber sprechen, dass es eigenständiges Denken im Kreml gab oder gegeben haben sollte, ja, für Analysen, ja, selbstverständlich, ja, die waren auch erwünscht, aber wer den Ton angab und wie etwas zu machen war, das lag einzig und allein in den Händen Stalins und das bis zu seinem Tod. Ja, er war schwer krank in letzter Zeit, es waren Schlaganfälle und die Folge, die ihn außer Kraft setzten für gewisse Zeitphasen, aber auch für diese Phasen ist überliefert, dass sich niemand wagte, irgendein Thema überhaupt erst anzusprechen gegenüber Stalin. Das heißt, solange er quasi außer Gefecht gesetzt war, wagte es auch niemand, und dann war von Semjonow überliefert aus Ost-Berlin, für mehr als einen Monat wurde quasi keine Frage aus Ost-Berlin beantwortet. Ja. Okay, ich glaube, wir sind schon weit über der Zeit, ich muss den Sprung wagen jetzt auf 1989-90. Wie gesagt, dieser Persilschein, ja, den sich Stalin 1952 beschafft hat sozusagen, über die Verantwortung für die deutsche Teilung, sprich, wir waren ja immer für die deutsche Teilung. Entschuldigung. Ja. Ich rede heute schon den ganzen Tag, jetzt werde ich langsam leer, ehrlich gesagt. Ja. Also dieser Persilschein, den der Kreml geschickt über den Kalten Krieg immer wieder genutzt hat, um darauf eben zu verweisen, wir tragen keinerlei Verantwortung für die deutsche Teilung, ja, wir waren ja immer für die Einheit. Das ist letztendlich auch mitentscheidend dann für Gorbatschows Haltung zur deutschen Wiedervereinigung. Es ist jetzt keine Überraschung, dass er selbst fest davon überzeugt war, dass Stalin es 1952 ernst gemeint hatte mit einer deutschen Wiedervereinigung. Damit war Gorbatschow nicht allein. Ja, das gehörte mit dazu zur stalinischen Politik, eine verinnerlichte Legende zu schaffen unter sowjetischen Diplomaten. Das war ein ganz kleiner Kreis an Eingeweihten, die wirklich über die wahren Ziele der Politik Stalins Bescheid wussten. Es gibt, wenn Sie sich wirklich antun möchten und meine Bücher lesen möchten,
x Beispiele dafür, wo man nachlesen kann, dass seine Handlanger in Wien, Helsinki und so weiter nichts wussten. Ja, im Gegenteil, noch konträre Vorschläge machen, dass man es ganz anders machen soll. Ja? Ausnahme ist ein bisschen Ost-Berlin, Semjonow und Tschulkow, die natürlich engste Vertraute von Stalin sind. Diese gibt es aber nur, die kann man an der Hand aufzählen, kann man sagen. Ja. Sprich, letztendlich war das aber auch ein mitentscheidender Punkt, der es Gorbatschow leichter machte, zu Hause den sowjetischen Völkern zu erklären, warum jetzt auf einmal die deutsche Wiedervereinigung nach dem Fall der Mauer erstens auf der Tagesordnung steht und zweitens zwangsläufig passieren wird. Und die Sowjetunion war ja immer dafür oder stellte sich zumindest nie dagegen. Als es im Frühjahr 1990 eben darum ging, die sowjetische Öffentlichkeit auf die bevorstehende Wiedervereinigung vorzubereiten, argumentierte er eben in dieser Weise. So wurde der Vereinigungsprozess zum Dilemma seiner Perestroika-Politik. Ja. Welche Rolle die Vereinigung Deutschlands insgesamt am Zerfall der Sowjetunion spielte, wird wahrscheinlich nie einzuschätzen sein. Für die Berater von Außenminister Schewardnadze und von Gorbatschow war die Frage sehr klar. Für sie war sehr klar, und ich halte mich jetzt kurz an meinem Text, damit wir auch keine Zeit mehr verlieren und noch Zeit zur Diskussion haben. Für sie war klar, was Beobachtern offensichtlich war, aber was trotzdem Gorbatschow und Schewardnadze natürlich versuchten zu vermeiden. Für sie war klar, dass die Frage der deutschen Wiedervereinigung aufs Engste mit dem Schicksal Gorbatschows und Schewardnadzes zusammenhängen. Ja? Ich zitiere: Timo Temoras Stepanov Mamaladze, die rechte Hand von Schewardnadze. Seine Tagebuchaufzeichnungen sind erst letztes Jahr gefunden worden, und zwar in Amerika. Er selbst, Georgier, hat diese dort einem Archiv übergeben zur Aufbewahrung. Als der Schewardnadze im Jahr 2007 seine Erinnerungen geschrieben hat, die Genscher hier in Deutschland erstmals veröffentlicht hat, ja, hat Schewardnadze diese Tagebucheinzeichnungen, Aufzeichnungen überall gesucht. Stepanow Mamaladze war schon verstorben, deshalb konnte er nicht sagen, wo die sind. Auf jeden Fall hat sie nicht gefunden damals, Schewardnadze. Er erwähnt und kann sich erinnern, dass er pausenlos immer mitgeschrieben hat. Alles. Ja, er war immer beschäftigt, also er war nicht nur Tagebuchaufzeichnungen, sondern ja auch Schewardnadzes Anweisungen und Gesprächsnotizen und so weiter. Ja. Das ist, dieses Konvolut haben wir in Amerika gefunden, in diesen zwei Bänden, die herumgehen, sind einige Berichte darüber abgedruckt. Und eines davon möchte ich Ihnen jetzt zitieren, weil das wesentlich ist zum Verständnis von Gorbatschow und Schewardnadze, ja, zur deutschen Wiedervereinigung. Also, die Vereinigung ist eine Frage des persönlichen Schicksals. Die Hartnäckigkeit, mit der Sie sich, also Gorbatschow und Schewardnadze, gegen die Mitgliedschaft eines vereinten Deutschlands in der NATO aussprachen, ist erklärbar. Den deutschen Einigungsprozess kann man leicht als Untergrabung der Sicherheit der Sowjetunion auslegen, obwohl es im traditionellen Sinne nicht so ist. Aber der Zusammenbruch des sozialistischen Systems außerhalb des Warschauer Paktes gibt den Gegnern der Perestroika, Gorbatschows und seiner Außenpolitik starke Trümpfe, wie es dann auch eintritt. Vor dem Hintergrund des Zerfalls des Warschauer Pakts bleibt die NATO der Faktor der neuen Ordnung. Unsere Truppen verlassen Ungarn und Tschechoslowakei, begann er schon ab 1990 in diesen Ländern. Die amerikanischen aber bleiben. Der RGW, der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, also COMECON, macht den letzten Atemzug. Die europäische Gemeinschaft zieht immer stärker unsere ehemaligen Verbündeten und Partner an. Das Klagegeschrei, wofür haben wir Blut vergossen im Zweiten Weltkrieg, ist nicht nur einfach Ergebnis einer Hysterie und Psychose einer zerfallenden Supermacht. Dahinter stehen äußerst ernsthafte Motiven und Tendenzen.
Die Vereinigung Deutschlands unterstreicht gleichsam den größten Triumph in der unglückseligen Geschichte unseres Landes. Den Sieg über den deutschen Faschismus, den Sieg, der wiederum gleichsam das Recht auf die Existenz eines solchen Staates heiligt. Wo wir doch gesiegt haben, wo wir doch durchgehalten haben, nicht von ungefähr entstanden sind und so gequält und so viel Blut vergossen haben. Weiters gab der Sieg über Deutschland den Anstoß zur Umwandlung der Sowjetunion in eine Weltmacht. Ein Verlust dieses Status wird weder Gorki noch Chevy Schewardnadze verziehen werden. So war es dann ja auch. Und, auf den Punkt gebracht, schlussendlich zählte die Teilung Deutschlands bei uns immer zur größten Errungenschaft außenpolitischen Denkens, dass mit solch einer Teilung die ewige Bastion der Sicherheit Russlands vor dem deutschen Aggressor geschaffen hatte. Nun wird diese Bastion zerstört. Weder Gorbatschow noch Schewardnadze waren gegen die deutsche Wiedervereinigung. Im Verhandlungsprozess versuchten sie ein Maximum an positiven Resultaten für die Sowjetunion herauszuholen, mit einer Strategie, mit der sie die Hoffnung verbanden, dass eine neue europäische Sicherheitsstruktur entstünde, in der die Sowjetunion gleichberechtigt eingebunden wäre. Damit mussten sie scheitern. Denn Helmut Kohl und George Bush fuhren einen unbeirrten Kurs, von dem sie sich, aus voller Überzeugung natürlich, nicht abbringen ließen. Gorbatschows Bemühungen, andere Vereinigungsmodelle, Neutralität, Mitgliedschaft in zwei Blöcken und so weiter, ins Spiel zu bringen, dürften vor allem nach innen gerichtet gewesen sein. Ihm selbst dürfte wohl schon sehr früh Kohls Kurs klar gewesen sein, ebenso seine Ausweglosigkeit, etwas daran zu ändern. So konnte er nur versuchen, den Vereinigungsprozess hinauszuzögern, aber auch dies versuchte er nur teils halbherzig, weil er grundsätzlich auch keine Steine in den Weg legen wollte. Deutschland war für ihn der Partner der Zukunft für die Sowjetunion. Gorbatschow dachte in anderen Kategorien. Er sah eben im Gegensatz zu seinen Vorgängern und im Gegensatz zu seinen konservativen, orthodoxen Kontrahenten im Kreml, er sah nicht die DDR verloren gehen, sondern er sah sie, also sah Deutschland, in Deutschland den Gewinn einer starken Macht. Damit möchte ich schließen, denn er herzlich für die Aufmerksamkeit danken. Vielen herzlichen Dank, bleiben Sie bitte, für Ihre Ausführungen. Stalins Deutschlandpolitik und Gorbatschows Deutschlandpolitik, das heißt sowjetische Deutschlandpolitik, wir haben das Stalin auch jetzt schon eingeschaltet und wir haben jetzt ausgiebig Zeit zu diskutieren. Die eine oder andere Frage, die möglicherweise gar nicht aufgeworfen wurde, der ein oder andere Aspekt, wenn nicht thematisiert wurde, hier jetzt anzusprechen und unseren Referenten entsprechend zu fragen. Ich schaue in die Runde und bin gespannt auf Ihre Fragen. Erste Frage, bitte Mikro und dann versuchen wir zusammen, vielleicht haben wir drei zusammenkommen lassen und ich gebe Ihnen hier raus, dass Sie diskutieren können. Bitte schön. Eine Zeit lang kursierte die Behauptung oder die These, der amerikanische Außenminister, ich glaube, Baker ist er damals, hätte Gorbatschow in den Verhandlungen zugesichert, dass die NATO nicht weiter gen Osten ausgeweitet werden würde. Können Sie das bestätigen oder würden Sie sagen, das ist nur eine Ende? Frage 1, wollen wir weiter sammeln? Ich sehe keine Frage, was mich ein bisschen erstaunt, dann habe ich sofort welche, das war eine. Und dann kommt unser Zeitzeuge, Herr Papst, bitte. Bitte. Ich habe natürlich bei Ihren Worten auch an meine Schulzeit gedacht und ich weiß noch sehr genau, dass es einen Beschluss gab an der Schule, das war eine das Abiturschule, dann in der Oberschule, also wir tragen das Blauhemd bis zum Abschluss eines Friedensvertrages. Und es war immer noch eine Legende, also die Legende gebraucht, dass man ja einen Krieg das gerne möchte, aber die anderen wollen es ja nicht. Das war so die Geschichte. Und eine andere Sache, was mich sehr interessiert hat, da wir ständig in den Archiven in Moskau und in Leningrad so forschen,
Ich habe mich nur sehr gewundert, es war mir damals in der Zeit des Faschismus, gab es ja viele Deutsche, die dann in Büro übrig und weiter in Moskau waren und dann dort die Fahrer und Schulen besucht haben, etc. pp. Und in dieser Zeit sind ja auch Angehörige dieser Kommunisten, der Eberlein, der war zwar später Politbüro, sind dann zu Tode gekommen. Und gleichwohl sind sie zurückgekommen und haben weiter nach wie vor so intensiv an den Aufbau des Sozialismus etc. geglaubt. Wie erklären Sie sich, dass so etwas möglich ist, dass die Familie zerstört wird und die kommen zurück und machen genau so weiter? Das ist eine schwierige Frage. Vielleicht noch eine dritte Frage. Was wissen wir eigentlich von Stalin, wir reden jetzt von den 50er Jahren, aus seiner Hand geschrieben? Sie haben ja in einem Ihrer Aufsätze geschrieben, dass in den 30er Jahren noch viel verschriftlicht worden ist, aber in den 50er Jahren ist auch sehr viel telefoniert worden. Das heißt, Stalin ist ja zum Teil gar nicht in Moskau, in der Zentrale, schreiben in Ihren Aufsätzen, er ist im Süden, aber er ist Teil des Geschehens, es geht nicht so ohne ihn. Was liegt eigentlich schriftlich von Stalin selber vor? Und wir sagen können, das ist jetzt Stalin. Wobei wir dann nicht immer gleich wissen, ob das wirklich seine Meinung war, ob da nur etwas notiert hat, was so wenige Augenblicke oder vielleicht Tage später, Wochen später in einem anderen Licht wieder zu sehen wäre. Bitte. Ich beginne vielleicht gleich mit der letzten Frage. Stalin hat in der Tat sehr wenig schriftlich festgehalten. Ja? Deshalb liegt es am Historiker, zu rekonstruieren, was wirklich auf Stalin selbst zurückgeht. Ja? Ausgehend jetzt davon, wenn im Politbüro ein Beschluss gefällt wird, ja, dann hat das und benötigt das natürlich die Zustimmung Stalins und dann trägt dieser Beschluss bereits Stalins Handschrift. Wie kann man aber Stalins Handschrift, wenn man jetzt wirklich daran im Speziellen interessiert ist, gerade im Falle der Deutschlandpolitik ist das ein wesentliches Thema, rekonstruieren? Das ist, indem man natürlich, jetzt im konkreten Fall, von einem Beschluss ausgeht, die Beschlussfassungen sich ansieht, ja? In den Ebenen nach unten. Sprich, in der Küche, in der diese vorbereitet werden, meist eben nach Vorgaben Stalins, sprich, Gramujko arbeitet etwas aus, schickt es zunächst an Wyszynski, an Molotow, diese drei im Falle Deutschlands, ja, begutachten das so lange, bis sie meinen, das Dokument ist so weit fertig, dass es Stalin vorgelegt werden kann. Ja, dann bekommt es Stalin und dann, das sind dann die seltenen Fälle, wo man wirklich Stalins Schrift auch hat, wenn er dann sogenannte auf Russisch als Resolutia, also Anweisungen gibt, was zu ändern ist am konkreten Dokument. Ja. Vielfach passiert das telefonisch, also wenn es telefonisch passiert, ist dann letztlich auch nicht mehr nachvollziehbar im Detail, was auf wen nachvollziehbar ist. Es gibt ganz wenige Fälle, wo man ganz konkret auf Stalin seine Handschrift auch nachlesen kann. Handschrift, nicht unbedingt im schriftlichen Sinn. Ganz kurze Episode: 1949 wurde der Vertrag zu Österreich nicht unterschrieben, nicht abgeschlossen. Er war unterschriftsreif. Ja? 1949, also alle Truppen hätten das Land verlassen, Österreich hätte schon Staatsvertrag und Neutralität bekommen. Ja? Im letzten Moment bekommt aber der sowjetische Unterhändler Anweisung aus Moskau, nicht zu unterzeichnen. Ja? Warum? Da findet sich auch die Erklärung darin. Ja? Wenn wir das machen, verlieren wir das Recht auf Truppenpräsenz in Ungarn und in Rumänien. Ja? Das war ein Punkt. Und diese Anweisungen, ja, die werden ja nicht von heute auf morgen gegeben, die werden in diesem bürokratischen Apparat im Außenministerium, in Rücksprache mit Molotow, der formell keine Funktion hat, und Politbüro und Stalin getroffen. Ja. Das heißt, es entsteht zu dieser Frage sehr viel Briefwechsel, Dokumentenwechsel. Ja. Und jetzt dreht sich in diesen Anweisungen alles um diese Truppenpräsenz. Und dann kommt das Ganze ins Politbüro. Im Politbüro spricht Stalin. Ja. Und im nächsten Entwurf, das aus dem Politbüro rauskommt, ist auf einmal die Rede von Tito. Ja? Also sprich, Stalin ist allein deshalb nicht bereit, den Vertrag mit Österreich zu unterzeichnen und die sowjetischen Truppen abzuziehen, weil das könnte dann für Tito für vorteilhaft ausgelegt werden. Und das haben wir alle schwarz auf weiß auf Dokumenten. Aber das ist einer der wenigen sozusagen auch Glücksfälle. Im Falle der Stalin-Gruppe haben wir das auch sehr oft, ja, weil die
die sogenannte innere Küche nachvollziehbar ist, anhand des Schriftverkehrs zwischen Gramwicka, Wyszynski und Molotow und Politbüro rein, Politbüro raus. Und es ist auch alles belegbar, welche Dokumente an Stalin geschickt wurden, und das war ja stets das ganze Paket an Unternehmen. Gut, zur Frage NATO-Osterweiterung und Baker. Das können Sie in unserem Buch auch im Übrigen nachlesen. Es gab keine Zusicherung von Baker, dass die NATO nicht nach Osten erweitert werden würde. Grundsätzlich dazu, es kann gar nicht die Rede davon gewesen sein, weil Anfang Februar 1990 keine Rede war von der Auflösung des Warschauer Paktes, sprich, dass irgendwann einmal der Warschauer Pakt aufgelöst werden könnte und dann Mitglieder des Warschauer Paktes dann nochmal ihre neue Heimat in der NATO suchen würden. Wenn Sie jetzt meinen, und zu Recht, es kursieren sehr viele Dokumente darüber und Gesprächsauszüge, Baker in Moskau, da finden Sie sehr wohl die Wortwahl, Erweiterung nach Osten und so weiter, NATO, dann betrifft das für Februar 1990 ausschließlich Deutschland. Und da geht es darum, den Wirkungsbereich der NATO auf Osten, also auf das Gebiet der DDR, zu erweitern. Ja? Das heißt, was in letzter Zeit in den Medien immer wieder passiert ist, wurde aus dem Kontext gerissen, ja, und vielfach falsch verstanden, von der russischen Seite sehr benutzt auch, ja, sehr Beweise anzuführen, ja, ihr hattet uns versprochen, aber nicht gehalten. Für 1990, also ist da nichts dran, allein schon deshalb, weil der Warschauer Pakt ja noch existiert hat und man davon ausging, dass der weiter existieren werde. Und ja. Es gibt sicher keine uns bekannte, uns Historiker bekannte, völkerrechtlich verbindliche, ja, schriftliche Zusage, aber es gibt Gespräche, und in einem Gespräch, das Genscher führte, Schewardnadze. So interessant ist, in dieser Phase, früher 90, hat der Genscher ein Gefühl dafür, für die Sensibilität sowjetischerseits, dass man sich vielleicht in Zukunft vorstellen könnte, dass dieses Bündnis expandiert. Und da sagt er, wir werden nicht dafür sorgen, dass das vor ihren Grenzen zu stehen kommt. Und der Genscher hat das irgendwo antizipiert, aber das ist auch keine verbindliche Zusage, keine rechtlich verbindliche Zusage. Diese Gespräche sind geführt worden, aber in der Konstellation 90-91 war praktisch auszuschließen, dass sowas überhaupt von westlicher Seite zugesichert werden konnte oder musste, weil die machtpolitischen Konstellationen praktisch noch im Wesentlichen gehalten waren. Rechtliche Zusicherung, ja, vor allem, was immer wieder durch die Medien kursiert, als Zusage für die Zustimmung zur deutschen Wiedervereinigung. Also das ist absoluter Nonsens, sowas kann es nicht gegeben haben und von dem her auszuschließen. Ja. Die Frage war noch, wie ist es möglich, dass praktisch ihr Schicksal also teilen müssen mit Verbannung von Partnern, Peinigungen, Demütigungen schlimmster Art, aber am Aufbau des Sozialismus tatkräftig mitwirken. Wie ist sowas erklärbar? Muss man Psychologe sein? Tja, du müsstest wahrscheinlich Psychologe sein, ja. Dass die Idee stärker ist als familiäre Bindung. Es gibt viele tragische Biografien, ja. Als Historiker kann ich Ihnen das nicht erklären. Ja. War hier noch sein erster Grundverleugnung, hat er noch nicht mal ausgetauscht haben. Ja, das würde ich so nicht sagen. Ja. Grundsätzlich. Als Staatsmann wäre es ihm schwer gewesen, seinem Sohn ein Privileg zugestehen. Ja? Und das war auch Stalins Argumentation. Ja? Es sind ja alles meine Söhne. Ich bin der Letzte, der jetzt irgendwie versuchen würde, Stalin in Schutz zu nehmen. Ja? Aber das erklärt Stalins Vorgehensweise in der Frage seines Sohnes. Ja? Er hat ihn keineswegs sozusagen im Stich gelassen. Ja? Sondern er wollte ihn und hätte ihn einfach noch als Führer der Kriegsnation, ja, überhaupt nicht anders angegangen. Vielleicht noch eine Zusatzfrage. Sie sprachen ja vorhin von Molotow.
Aber man muss auch wissen, dass die ganze Nomenklatura teilweise ja jüdische Verbindung hatte. Und Stalin ja ein großer Judenfeind war. Und er deswegen auch immer ein gesundes Misstrauen gegenüber seinen, sag mal, Mitgenossen hatte. Und deswegen also auch sehr rigide mit den Menschen umgegangen ist. Aber mich interessiert eine andere Geschichte. Wie hat dann damals der Westen auf die Note reagiert und wie hat man damals in Bonn darauf reagiert? Es ist schon seit 30 Jahren dokumentiert und publiziert und nachvollziehbar. Der Westen hat dieses Angebot als sehr ernst gemeint eingeschätzt. Serious, very serious, aber auch very dangerous. Also die Ernsthaftigkeit stand außer Diskussion aus verschiedenen Gründen, die man sich in den westlichen Außenämtern gemacht hat. Man hat aber, das ist sehr interessant, zunächst abgewartet, wie Adenauer reagiert. Und man hat die Adenauerische Reaktion darauf dann letztlich auch zur eigenen Marschroute gemacht. Es ist nicht so, wie es dargestellt wurde, dass praktisch man sich so verhalten hätte, dass Gespräche mit den Hohen Kommissaren, das Protokoll ist jetzt veröffentlicht, schon seit einiger Zeit, wenige Tage nach dem ersten Angebot von Stalin, wenn man streiten soll oder kann, ob es ein Angebot war, 10. März 1952, gibt es ein Gespräch zwischen dem Hohen Kommissar in Bonn, dem amerikanischen Hohen Kommissar John McCloy und Konrad Adenauer. Und Adenauer hat es so dargestellt, was sollen wir nun tun? Und McCloy habe gesagt, wir werden in unserer Politik so fortfahren, Westintegration, als ob es diese Note überhaupt nicht gibt. Das Protokoll sagt das Gegenteil. Der Hohe Kommissar McCloy fragt Adenauer, was sollen wir jetzt tun? Man wollte abwarten, wie reagiert der deutsche Bundeskanzler. Nimmt er dieses Angebot zur Kenntnis, indem er sagt, ihr müsst das prüfen, wir müssen das klären, ich kann nicht als deutscher Bundeskanzler dastehen, der die Verantwortung hat eines Grundgesetzes, wo es heißt, wir sollen die Einheit in Frieden und Freiheit herstellen. Wir müssen in so einer nationalen Frage, müssen wir das diplomatisch klären. Wir bleiben im Westen, wir bleiben im westlichen Blut, aber es muss geklärt sein. Es war so, dass McCloy Adenauer fragte, was sollen wir tun? Und Adenauer sagt, wir werden in unserer Politik so fortfahren, als ob es diese Note nicht gibt. Das heißt, wenn all das, was Peter Huckenthaler herausgefunden hat, dass es nur ein Bluff war, und Stalin nicht die Einheit Deutschlands, nicht ein neutrales Deutschland im Sinne hatte, nicht ein geeintes Deutschland, sondern nur, was ich bezweifle, nur die Absicherung und die Integration der DDR in Ostblock, dann hat Adenauer eine einmalige Chance verpasst, das klarzustellen vor der deutschen Öffentlichkeit. Das heißt, die Legende von der verpassten Chance hätte er praktisch demonstrieren können in der deutschen Öffentlichkeit. Sofern die Sowjets an den Tisch gekommen wären. Das ist der Punkt. Es ist ja die Frage, die, wenn, das haben Sie nicht in Ihrem Vortrag erwähnt, Ulbricht, Rothemohl, Stalin, die Absicht hatten, eine Massenmobilisierung in Westdeutschland zu bewirken im Sinne einer Neutralisierung Deutschlands, also eine neutralistische Strömung, auch nationale Strömung. Was ist jetzt der Fall? Es wäre zu einer solchen Bewegung gekommen. Die KPD war dafür ein vernachlässigender Faktor. Wenn die SPD auf diesen Zug aufgesprungen wäre, was ja mit Schumacher schon der Fall war, Schumacher schreibt ja in Briefen an Adenauer, das müssen wir prüfen. Auch wenn das alles nur rot lackierte Faschisten sind. Das waren für Schumacher waren es rot lackierte Faschisten. Wir müssen prüfen. Und was dann Stalin gemacht hätte, wenn er denn ein neutrales Deutschland gar nicht will, wieso fördert er dann eine neutralistische Strömung in Westdeutschland? Das ist für mich ein Widerspruch, der nicht klar ist. Oder? Der Spruch ist es keiner. Und zur SPD, die Einschätzungen in Moskau waren klar. Die SPD würde keine andere Politik betreiben als Adenauer. So waren die sowjetischen Einschätzungen. Ja. Das heißt, an der Grundkonstante Westbindung, Westintegration würde sich nichts ändern. Dessen war man sich in Moskau bewusst. Nicht nur in Moskau, das Ganze ging von Ulbricht aus. Ja. Ulbricht hatte diese Meinung, die ist aktenkundig und so nach Moskau transportiert. Und auf dieser Basis, sprich im Westen können wir nichts ändern, aber wir können das torpedieren. Wir können sozusagen, wie es in den Akten steht, Schwierigkeiten schaffen. Ja? Das
zur Unterredung McLaurin Adenauer. Ja? Die sowjetischen Geheimdienste, muss ich dazu sagen, eigenes Thema, haben immer mitgehört. Ja? Alles abgehört, Telegrammverkehr, unter anderem auch diese Unterredung Adenauers mit McCloy. Ja? Und mit einer Verzögerung von einigen Tagen wurde Molotow und Stalin berichtet über diese Unterredung. Ja? Da drin steht über diese Unterredung, dass Adenauer klar gemacht habe gegenüber McCloy, jetzt wörtlich müssen wir es nachschauen, aber dass der Westen schnell und eine klare Antwort gibt. Ja, und zwar eine negative. Ja, sprich, dass der Kurs unbeirrbar ist. Und genauso wurde das auch in Moskau immer wahrgenommen. Das heißt, man gab sich in dieser Phase, und das kann man klar sagen aufgrund der Analysen, die in Moskau angestellt wurden, man gab sich keine illusorischen Hoffnungen hin. Ja? Was wäre, wenn die Neutralistenbewegung erfolgreich wird und so. In allen Akten ist auch nur die Rede davon, dass man diese Bewegung propagandistisch ausnutzen soll, was dann 1951 auch gemacht wurde. Aber dass man damit das Ziel verband, dass das wirklich irgendwann Erfolg haben würde oder sogar Adenauer irgendwann einmal wegspülen würde, solche Hoffnungen finden sich in Moskau-Akten nicht. Ja, das war so, sie sind nicht da. Auf westlicher Seite ist die Sorge enorm. Ja klar, dass Adenauer, der ist 1952, 76 Jahre alt, und teilweise mit Grippe im Bett, ja, wie lange dieser Mann Bundeskanzler sein würde und was passiert, wenn er nicht mehr Bundeskanzler ist. Kommt dann ein Kurt Schumacher vielleicht oder ein Jakob Kaiser als Außenminister. Er war ja in einer Person Bundeskanzler und Außenminister. Dass die SPD in dieser Phase 50, 51, 52 einen kategorischen Anti-West-Integrationskurs betrieben hat und nicht den Adenauerischen West-Integrationskurs teilen würde, wenn man das in Moskau nicht gesehen hat, dann frage ich mich, wie gut die Spitzen- und Geheimdienstleute orientiert waren. Die AP, die Schumacher-SPD, war massiv, kategorisch, man kann ruhig sagen, fundamental oppositionell gegen den Westkurs Adenauers. Und es zieht sich bis in die 50er Jahre hinein. Die Wende kommt erst mit Godesberg. Das ist für mich nicht überzeugend. Ich kann auch nicht nachvollziehen, wie Stalin sich mehr Sicherheit von Deutschland als Gefahrenherd erwartet, wenn es zu einer Abschottung der DDR kommt, zu einer nationalen Volksarmee, die aufgebaut werden soll, vorher gab es die Kaserne Volkspolizei, wenn gleichzeitig damit die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland, es hieß damals, in den Kategorien, von denen man gesprochen hat, 12 Divisionen, Westdeutsche wieder unter Helm und Uniform mit der NATO und der Atommacht USA im Rücken, dass das mehr Sicherheit für ihn und für seine Sicherheitsphobien, Vorstellungen, Einkreisungsphobien bedeutet hätte, als ein neutralisiertes, das heißt ja unschädlich gemachtes Deutschland. Das ist für mich bei den Realisten und Pragmatikern Stalin schwer nachzuvollziehen. Ja, unschädlich gemacht, davon war ja nicht die Rede in diesem Entwurf. Ja. Gut, aber das ist ja rein spekulativ jetzt. Zum ersten Punkt noch einmal zur SPD, zur Einschätzung in Moskau. Grundsätzlich ist jetzt viele Jahre her, soweit ich es in Erinnerung habe. SPD und ihre Positionen zur Westbindung, ja, klar gesehen. Aber wenn es darauf ankommt, macht Schumacher keinen anderen Kurs auf Adenauer. Ja, so die Analyse. Eine Fehleinschätzung. Es wäre vielleicht eine Hoffnung, was heißt Hoffnung, ja, man hätte mit der SPD spielen können, sozusagen, ja, hat man aber nicht gemacht. Ja. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, Stalin war eben der pragmatische Politiker, ja, der sich auch gar nicht auf Abenteuer einließ, sofern es sich auch gar nicht nötig war. Ja. Das ganze Manöver Stalin-Note, ja, von der war soll er selbst sehr skeptisch gewesen sein, ja? Weil er genau auch fürchtete, was, wenn der Westen doch zu Gesprächen einlädt. Ja? Drei verschiedenen Quellen inzwischen zufolge soll Stalin gedroht haben, dass Köpfe rollen, wenn das Ganze schief geht. Sprich, der Westen doch das Angebot annimmt. Ja? Khrushchev erinnert sich in den 60er Jahren dann noch einmal an die Geschichte. Ja? Molotow kommt und sagt, wir müssen das tun, wir müssen das aus taktischen Gründen tun, Khrushchev entgegnet. Das kann man nicht aus taktischen Gründen machen, das ist ein ernsthaftes Angebot.
Nun gut, wir haben unser Einverständnis gegeben. Ja? Das sind Quellen, die erst in den letzten Jahren aufgegangen sind. Die Befürchtungen über dieses Manöver Stalin-Note waren im innersten Zirkel sehr hoch, ja? Dass das Ganze schief geht. Kaganowitsch zum Beispiel gibt zum Besten dann, schaut irritiert Molotow an und sagt, was sollen die Deutschen da tun? Sollen sie Ski, also Krautsuppe löffeln an einem Tisch? Also so die Befürchtung, ja? Sprich, darüber reden wir gar nicht, ja? Wir entwickeln, wo wir sind in Deutschland, dort wo die Rote Armee ist, das ist unser Bereich. Und was daraus wird, also das heißt ja jetzt noch lange nicht, dass die Entwicklung der DDR so weiterging, wie sie dann weiterging. Also wie gesagt, es gab keinen Masterplan, aber ja, darüber, dass ein neutrales, wir müssen von den Akten ausgehen. Ja? Es gibt keine Akten darüber, dass man sich den Kopf in Moskau zerbrochen hätte, ja? Dass ein neutralisiertes Deutschland, sprich auch völlig demontiert und ohne Industrie, dass das erstens überhaupt real wäre, dass das der Sowjetunion einen Nutzen bringen würde. Na, im Gegenteil, die Befürchtung auf sowjetischer Seite, das ist in den Laufer-Editionen zum Beispiel über die sowjetische Frage, zweimal evident. Ja, die Befürchtung auf sowjetischer Seite war genau umgekehrt. Ja. Wenn jetzt für Österreich und Deutschland belegbar, wenn jetzt die USA und die Briten und die Franzosen ihre Truppen unilateral abziehen, also auf einmal beginnen den Abzug, ja, dann, so wie das Weiterdenken in Moskau, heißt das, wir müssen auch unsere Truppen abziehen. Niemals im Denken die Chance, ach, jetzt können wir nach Westen vorstoßen, ja, weil da ist ein Vakuum, sondern doch das stark auch völkerrechtlich verbindliche, ja, in diesen Dingen denken, vor allem in der Schule Molotow, alles schriftlich festzuhalten. Ja? Weil, und so viel ist Stalin Realpolitiker, sollte wirklich Gesetz des Falles, sagen wir, die Amerikaner ziehen sich aus Tirol zurück, och, jetzt wird das frei, jetzt kommen wir Sowjets. Nein, dann sind sich Molotow-Schule und Stalin im Klaren, das heißt Dritter Weltkrieg. Weitere Fragen würde ich hier über die Sekunde halten. Eine Frage: Deutsche russische Kommission in letzter Zeit, was macht Sie sind in dieser Kommission hier? Zeitgeschichte. Was meinen Sie? Russische Kommission, ich habe gelesen. Ich im österreichisch-russischen, ja. Nicht deutsch, ja. Aber Sie waren in dieser Kommission, oder nicht? In der deutschen? Nein, ich bin Österreich. Ich habe noch eine weitere Frage. Hier, dass man hier macht, der Seite beginnt, dann kommen wir zu Ihnen. Nicht vergessen, drei Fragen. Dann führen wir unseren. Ja, ich habe noch aus der Geschichte die Münchner Konferenz von 1948 1947, wo, ich glaube, der Ministerpräsident Müller hieß er, wohl aus München abgereist ist, ohne Verhandlungsergebnis, oder zurückgepfiffen wurde. Und dann gab es ja in den 50er Jahren, das war so die Erinnerung an den Wahlkampf, drei geteilt niemals, also die damalige Bonner Regierung, keine Verhandlungen über Wiedervereinigung, wenn es nicht in den Bereich der Grenzen von 1937 geht. Also keine Anerkennung damals der Oder-Neiße-Grenze, und das hätte wohl auch manche Verhandlungen dann zu Fall gemacht. War das eine Frage jetzt? Oder? Das war eine Frage, ja. Wie weit das den Einfluss hatte? Noch auf Stalin und auf der ganze Mikrofon? Ich würde gerne ein Goethe Zitat zur Abwechslung einbringen wollen. Ein Goethe Zitat aus Maxim und Reflexion, das da lautet: Das Höchste wäre zu begreifen, dass alles Faktische bereits Theorie ist. Dankeschön für diesen philosophisch metaphysischen Einblick in das Denken Goethes. Ich will auf eine Frage im Verlauf der Verhandlung von Gorbatschow mit dem Westen. Welche Opposition hat es im Kreml selber gegeben? Wer hat sich da am stärksten artikuliert und hat auch einen Augenblick die Möglichkeit bestanden, das sehr zu konzentrieren, wie ich da von Gorbatschow? In der Nacht um 89. Nachdem das mit Goethe
ein interessanter Zusatz war zur philosophisch-metaphysischen Reflexion, würde ich noch Sie mitnehmen, so lange gefragt, Herr Tür, Spaß, dahinter ist noch ein Kollege. Gut, wenn Sie schon da sind, weiter. Ich möchte doch noch mal zurück. Was hat die Berliner Blockade? Welchen Einfluss oder welche Entscheidungen sind daraus für Stalin wichtig gewesen? Er hat ja nachher zurückgezogen und hat die Blockade ja wieder aufgelöst. Okay, das war das schon lange ein Herr noch offen und unser Teil ist. Bitte Hand hoch und noch die Frage dazu. Dann haben wir alles im Paket. Zum Stalin. Ich habe eine Frage, die nur indirekt mit diesem Thema zu tun hat. Beim Überfall oder sagen wir nach dem Überfall der deutschen Armee auf die Sowjetunion hat die Armee Millionen von russischen Soldaten in den Kesselschlachten gefangen genommen. Das deutet darauf hin, dass im Westteil von der Sowjetunion eine massive Truppenkonzentration stattgefunden hat. Frage an Sie, das kann ohne Stalin nicht passiert sein. Ist Ihnen bekannt, welche Absichten Stalin mit diesen riesigen Armeen, die damals, wie gesagt, gefangen genommen worden sind, beabsichtigt hat? Inwiefern die Berliner Blockade bzw. dann die Folgen Einfluss auf Denken Stalins gehabt haben, ja, das sind die schwierigsten Fragen, die sich Historiker überhaupt stellen können. Wenn Sie im Fall Stalins kaum Einblick in sein Denken haben, weil er hier nichts verschriftlicht hat. Ja. Es gibt dazu einige Arbeiten, also ich kann Ihnen sogar auf Deutsch empfehlen, eine von Alexei Filintov, der darüber publiziert hat, wo auf den Versuch unternimmt, nachzuzeichnen, was Stalin wirklich vor, während und nach der Berliner Blockade gedacht hat. Ja. Auf jeden Fall hat es Folgen gehabt. Ja. Stalin war in der Regel nicht der risikofreudige Staatsmann, der sich leichtfertig auf solche Aktionen eingelassen hat. Koreakrieg ist wieder ein konträres Beispiel, ja, mag ihn auch beeinflusst haben, 1948. Aber grundsätzlich ist es sehr schwer zu beantworten. Gegner Gorbatschows, ich nehme an, konkret zum deutschen Wiedervereinigungsprozess, ja. Da hat er natürlich viele Gegner. Ja, da hat er viele Gegner, das ist klar, und die werden immer mehr, bis es letztendlich zum Putsch im August 91 führt, aber konkret in der deutschen Wiedervereinigung ist es natürlich graue Eminenz im Kreml, Valentin Falin, der genau das versucht, und das ist eine spannende Geschichte, nach dem Fall der Mauer ist es genau Falin, der versucht Akzente zu setzen. Ja? Er möchte Helmut Kohl irgendwie festnageln, dass er sich öffentlich dazu äußert, dass er eh nicht in Richtung Wiedervereinigung denkt. Ja? Und dazu schickt er Portugal seinen Mitarbeiter zu Telčić, ja? Und überreicht ihm ein Non-Paper und so weiter, kurzum. Er beabsichtigt eben, dass Kohl sagt, er tut eh nichts in Richtung Wiedervereinigung, aber bewirkt genau das Gegenteil. Ja? Weil Portugal berichtet gegenüber Telčić, worüber man schon in Moskau denkt, über welche Varianten für Deutschland, und das ist jetzt noch nicht in einem Staat, aber in Konföderationen und so weiter. Und das war der entscheidende Punkt, an dem Telčić, also Kohls Berater, wie er selbst sagt, völlig elektrisiert war. Ne? Und dann nehmen die Dinge ihren Lauf, sprich Kohl arbeitet die 10 Punkte aus, also den Plan hin zur deutschen Wiedervereinigung. Also das Bizarre und das Lustige eigentlich, ja, was ironisch an der Geschichte ist, dass ausgerechnet der, der am striktesten gegen die deutsche Wiedervereinigung war, den ganzen Prozess noch beschleunigt hat. Ja. Gut, an wem Stalingrad, das habe ich nicht ganz verstanden, auf den Punkt gebracht, warum Stalin wo so viele Armeen konzentriert hat? Wann? Beim Überfall, nach dem Überfall,
Millionen von russischen Soldaten gefangen genommen worden. Ach so, warum quasi... Nicht weiß, welche Ideen Stalin hatte, also ja, doch, ganz kurz, ja, auch schwierig zu beantworten, aber warum quasi der Überfall der Sowjetunion so unvorbereitet getroffen hat, ist eigentlich Ihre Frage. Nein, sondern die Frage war, wie ist die massive Truppenkonzentration an der ostpolnischen Bereich, vor dem ostpolnischen Bereich seitens der Sowjetunion zu erklären. So, und da gibt es Studien, da gibt es Forschungen, und zwar hängt das laut einer Studie von Rainer Schmidt davon ab, dass am 10. Mai Rudolf Hess nach Schottland fliegt. Und ab diesem Zeitpunkt ist festzustellen, dass diese Truppenkontingente verstärkt werden seitens Stalins. Es war offensichtlich die Sorge sehr, sehr groß, dass vielleicht diese Mission Hess ernst genommen wird von Churchills Seite. Es gab im Kabinett Churchill auch Leute, die mit Hess verhandeln wollten, über einen Separatfrieden. Und Stalin hat dieser Sache extrem misstraut. Und was aber Churchill macht, ist, er baut über die ganzen Jahre, von 1941 bis 1945, wiederholt eine Drohkulisse auf, dass er mit Hess möglicherweise verhandeln würde, mit dem Führerstellvertreter, über eine Separatfriedenskombination. Was ihm wirklich gar nicht der Fall war. Man hat Hess einfach vernommen, man hat ihn teilweise ausgefragt, aber nie war in Churchills Absicht, mit Hess ernsthaft zu verhandeln. Aber diese Sorge manifestiert sich laut Studien von Rainer F. Schmidt in diesem massiven Truppenaufmärschen von sowjetischer Seite im Mai 1941 gesetzt, alsbald ein, nachdem dieser Flug erfolgt ist. Das ist ein Zusammenhang. Offen ist die Münchner Ministerpräsidentenkonferenz 1947, da kann ich was dazu sagen. Was war die Absicht? Es war also die einzige Begegnung von Ost- und Westdeutschen in den 40er Jahren nach Kriegsende und auch noch zu Beginn der 50er Jahre, wo Ministerpräsidenten, das war ja damals noch sowjetische Besatzungszone, also noch vor der Gründung der DDR, nach München gefahren zu einer gesamtdeutschen Ministerpräsidentenkonferenz. Die westdeutschen Ministerpräsidenten hatten eine klare Anweisung durch die westalliierten Besatzungsmächte, nämlich nicht zu sprechen über die deutsche Einheit. Die ostdeutschen Ministerpräsidenten hatten aber den Auftrag von Sokolowski und den sowjetischen Militäradministrationsvertretern, über die deutsche Einheit zu reden. Und in der Frage, ob Tagesordnungspunkt Nummer 1 die deutsche Einheit sein soll, zerbricht diese Konferenz, weil sich die westlichen Ministerpräsidenten weigern, über die Frage der deutschen Einheit in München zu diskutieren. Der Hintergrund ist das Potsdamer Abkommen, wo es darum ging, deutsche Zentralstellen zu schaffen, um eine Zentralstaatlichkeit zu ermöglichen. Und diese deutschen Zentralstellen wurden nie geschaffen, aufgrund des französischen Vetos in Folgezeit. Und es war strikte Anweisung für die westdeutschen Ministerpräsidenten, nicht über die deutsche Einheit zu sprechen. Im Nachhang hat der damalige bayerische Ministerpräsident immer wieder behauptet, das sei gar kein Thema gewesen. Und man war Hans Ehard, nicht Ludwig Ehard, sondern Hans Ehard. Und man sei sich nicht der Dimension bewusst gewesen, was das bedeutet, dass die ostdeutschen Ministerpräsidenten abreisen, bis zu einem Eklat gekommen ist. Man hätte nicht vor Augen gehabt, dass das eigentlich praktisch ein schwerwiegendes Präjudiz ist für die deutsche Teilung auf innerdeutscher Ebene. Aber das Ministerpräsidentenkonferenzprotokoll wurde gefunden von Rolf Steininger. Und in diesem Protokoll steht wortwörtlich, Fakten sind aber manchmal doch Fakten, keine Theorie. Das sagt der Ehard, dieser Vorgang, die Abreise der deutschen Ministerpräsidenten aus München, bedeutet die Spaltung Deutschlands. Man war sich sehr wohl bewusst, was das bedeutet. Und diese Ministerpräsidenten aus Sachsen-Anhalt, Thüringen, Paul, Hübner, wie sie alle hießen, sind unter schwierigen Bedingungen überhaupt nach München gekommen. Die mussten sich erstmal freikämpfen, um das überhaupt zu ermöglichen. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Einschnitt gewesen auf innerdeutscher Ebene. Aber es hieß noch lange nicht, dass deswegen schon ab diesem Zeitpunkt Deutschland gespalten war. Ja. Deutschland dreigeteilt, niemals. Ich würde Folgendes sagen, wenn man die Studie von Herrn Ruppenthaler hernimmt, aber auch andere Studien, die schon seit Jahren, Jahrzehnten vorliegen, hat man fast den Eindruck, dass niemand die deutsche Einheit wollte. Ja.
Stalin, möglicherweise nicht, das ist Hopitales These, ich bin hier anderer Ansicht, aber wir können sicher eines sagen, dass die Stalin-Noten das Szenario tatsächlich aufgezeigt haben, der Westen will nicht verhandeln. Das hat Stalin erreicht und noch viel mehr Adenauer will das dann. Das heißt, die Notenschlacht, es gab ja vier Noten, wir reden nur von der ersten. In der zweiten Note vom 9. April sind freie Wahlen angeboten worden. Das, was man immer von westlicher Seite gefordert hat, freie Wahlen, internationale Kontrolle, vier Mächte Kontrolle, hat Stalin in der zweiten Note angegeben. Ich teile auch nicht die Auffassung, dass es reine Propaganda war. Sie, wenn Sie die Note genau studieren, und das sagen Sie in Ihren Aufsätzen selber, es gab auch konkrete Punkte, die durchaus für eine Verhandlung geeignet gewesen wären. Nur kann man nicht erwarten, dass Stalin alles schon auf den Tisch legt für zukünftige mögliche Verhandlungen. Fakt ist aus meiner Sicht, the battle of the notes, wie Anthony Eden sagt, we have won the battle of the notes, wir haben den Notenkrieg, die Notenschlacht gewonnen. Im Rückblick scheint eher das Gegenteil der Fall. Da bin ich bei Ihnen, dass Stalin die Notenschlacht gewonnen hat, weil er hat damit wenigstens eines erreicht, das war möglicherweise auch nur minimal Ziel. Die Schuldzuweisung für die Teilung Deutschlands den Westmächten und Adenauer letztlich zugeschoben und das ist zutreffend. Sie wollten gar nicht die Deutsche. Wir müssen aber nochmal diskutieren, Sie haben in einem Ihrer Aufsätze auch geschrieben, die Aufsätze sind auch mal ganz spannend, in entlegenen Worten geschrieben. Es bleibt, sage Sie, in einem Ihrer Aufsätze ein Anliegen der Forschung zu zeigen, was möglicherweise minimal und was möglicherweise maximal Ziele von Stalin waren. Was sind denn aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Quellenkenntnis, möglicherweise Minimalziele und Maximalziele von Stalin? Mit Blick auf die deutsche Frage, bitte. Mit Blick auf die deutsche Frage, das, was am Ende rausgekommen ist. Ja. Zeugnisse gibt es ganz wenige über die Grenzen. Ja. Es gibt ein Zeugnis Molotows, dass sich Stalin sehr zufrieden gezeigt hat nach 1945 mit dem Erreichten jetzt in globaler Hinsicht, wie weit die sowjetische Einflusssphäre reicht. Es war, glaube ich, die Summe dessen, was machbar war in Stalins Augen. Maximalziele, was wir ja völlig außer Acht gelassen haben am heutigen Abend, ist eigentlich die Frage der Ideologie, ja, oder nur sehr am Rande erwähnt. Ja. Bis 1951 haben wir trotzdem die Welt, die so aussieht, dass die Hoffnungen auf östlicher Seite da sind, dass der Sozialismus die bessere Lebensform ist und dass sich diese durchsetzen wird. Ja? Sprich, dass ein Maximalziel, ja, der Sozialismus sich natürlich in Europa durchsetzen wird. Und dann schaut die ganze Debatte natürlich schon wieder ein bisschen anders aus. Ja? Aber gerade 1951 ist dieser Knick, ja, dieses Ende der Utopie, Ende des Wunschtraumes oder Wunschdenkens, ja, der ostdeutschen Kommunisten, dass sich da schon alles irgendwie von alleine lösen wird. Ganz kurz noch zum Einwand der Schuldfrage, darüber glaube ich, brauchen wir nicht mehr diskutieren, das ist wesentlich, ja, in der Stalin-Noten-Debatte. Zur Wahlfrage, na, die war schon sehr gefährlich aus sowjetischer Sicht. Ja. Sicher. Ja. Und dass die erst im zweiten Entwurf drinnen ist, ja, die ist erst dann drinnen, nachdem der Westen fordert. Sie war auch im ersten Entwurf schon drinnen, der ersten Note. Ja. Aber Stalin und Molotow haben das im letzten Moment getilgt. Ja. Stellt sich vor, es kommt die erste Note, und da steht schon drinnen, Stalin bietet gesamtdeutsche freie Wahlen an. Na, dann hätte der Westen aber wirklich nicht Nein sagen können. Okay, dann wählen wir. Doch, hätte Nein sagen können. Kennen Sie das Szenario, dass Adenauer sich, wie sich Adenauer äußert, bitte den Hohen Kommissar, hochinteressant. Mhm. Wenn freie Wahlen angeboten werden, dann fordern wir die oder Nein. Und er wusste genau, dass die Sowjets das nie zulassen konnten, mit Blick auf Polen und der Westverschiebung. Adenauer hat die Dinge hochgedreht, weil er wusste, damit bringt er vier Mächteverhandlungen von vornherein zum Scheitern. Das Szenario, die Exit-Strategie hat Adenauer. Ja, auf dem Plakat stand Deutschland dreigeteilt niemals, ja, und man nährte die Illusion, mit Blick auf die vielen vertriebenen Flüchtlinge in Westdeutschland, dass das alles noch offen ist. Tatsächlich wurde die Oder-Neiße-Linie, die Frage der Revision, instrumentalisiert, um vier Mächteverhandlungen über ein vereintes Deutschland zu verhindern. Das ist
das hochinteressante Szenario, das sich Adenauer schon überlegt, für den Fall, dass die Russen, und er fürchtet nämlich die Ernsthaftigkeit dieser Angebote, auf freie Wahlen einsteigen, weil in Österreich hatten sie ja zugelassen. In Österreich gab es dreimal freie Wahlen, mit dem Ergebnis, das bekannt ist. Kommunisten hatten keine Chance. Keine Chance. Es gibt auch Untersuchungen über die Österreichisierung der dann DDR und so auf sowjetischer Aktenbasis, also kurzum, die dann auch zum Schluss kommen, ich glaube, 51er Jahr gibt es eine ausführliche Analyse, dass bei freien Wahlen die Kommunisten keine Chance hätten in der DDR. Gut, das ist eines, da kann man jetzt keine weitreichenden Rückschlüsse ziehen, aber Tatsache ist auch noch, dass im Januar 1952 dem sowjetischen Hochkommissar deutlich untersagt wird vom Politbüro, mit den anderen Hochkommissaren in Sachen Wahlfragen überhaupt in Kontakt zu treten. Das heißt, es liegt auch da das Angebot am Tisch natürlich wieder von westlicher Seite, über gesamtdeutsche Wahlen zu sprechen. Das wird ihm ausdrücklichst untersagt. Ja. Das sind alles hochinteressante Details. Ja, ich würde eine andere Geschichte erzählen. Wenige Tage nach diesem Stalin-Offert, 10. März 1952, gibt es im State Department in Washington den Policy Planning Staff, und dort überlegt sich Paul Nitze, einer der führenden Präsidentschaftsberater, Foreign Policy Expert, was machen wir, wenn Adenauer sagt, wir müssen prüfen. Und dann arbeitet er ein Konzept aus. Sie fixieren bereits ein Datum, an dem freie gesamtdeutsche Wahlen stattfinden sollen, im November 1952. Und es wird bereits eine Wahlordnung ausgearbeitet im State Department für den Fall, dass die Sowjets freie Wahlen konzipieren. Vorbild war die Wahlordnung der Wiener Stadtverordnetenversammlung, die in Ostberlin Niederlage der SED eingebracht hat. Also so weit bereitet man sich auch schon vor. Es ist ja auch die Aufgabe von Policy Makers. Ja, so ist es. Umgekehrt darf ich natürlich auch da dagegen halten, dass in Moskau auf der anderen Seite überhaupt nicht in Betracht gezogen wurde. Es gibt gar keine Analysen darüber, was denn ein neutralisiertes oder neutrales Deutschland überhaupt bedeuten würde. Ja? Welche Schritte man unternehmen würde. Das sind ja jetzt grundsätzlich... Aber wenn Sie die Noten lesen, da steht schon drin, die Deutschen sollen eine nationale Armee haben, die soll kontrolliert bleiben, es sind dann UNO-Konstellationen, also in den Noten ist schon relativ konkretisiert, wie das in Zukunft sein soll. Man Nein, aber das nur lesen. Ziel der sowjetischen Politik ist, ja, dass Deutschland ein neutraler Staat werden sollte. Und im Gegenteil, die Vorbereitung der Noten geht immer so nach dem Motto, wir bieten Gesprächsbereitschaft an, ja, sollte der Westen tatsächlich einsteigen, dann ziehen wir uns zurück. Ja. Da geht es ja nicht nur um die Note, um die erste Note am 10. März, sondern um die gesamte Vorgeschichte ab dem Herbst 1951, ja, Deutschland an einem Tisch unter dieser Losung und so weiter. Die sowjetische Strategie ist immer so, ja? Sollte der Westen wirklich entgegenkommen, dann gehen wir wieder einen Schritt zurück. Und hin und so geht das die ganze Zeit hin und her. Aber gut, das könnte man, glaube ich, ins Endlose diskutieren. Also, jetzt weiß ich, das ist spannend, wir sind am Ende der Zeitung. Also, ich finde diesen Hinweis aus einem Goethe-Zitat, alles Faktische ist Theorie, hochspannend. Denn das bedeutet doch, dass wir nicht alles, was wir an Fakten haben, gleichsam als gegeben ansehen können, dass möglicherweise manches gar nicht in den Akten drin ist, möglicherweise auch gar nicht festgehalten ist, also nach dem Motto, was nicht in den Akten ist, ist nicht in der Welt. Hier ist es überspitzt, alles Faktische ist Theorie. Wie sieht es denn aus mit Akten, die möglicherweise noch gar nicht zugänglich sind oder die möglicherweise auch nie zugänglich werden? Ich kann nur sagen, wir erleben ja in den westlichen Archiven, dass auch erst schrittweise Dokumente frei werden. Ich konnte vor einiger Zeit ein Dokument vom State Department vom Juli 1955 finden, in dem Problems and Questions of a Neutralized Germany diskutiert werden. Und das ist das Ergebnis nicht, das wird ein sowjetisiertes Gesamtdeutschland sein, ein bolschewistisches Gesamtdeutschland. Es ist ein Deutschland, das zwischen den Blöcken lavieren wird. Es wird pro-westlich sein. Es wird seine Militärs nach NATO-Standards ausrichten. Da sind wir bei der Frage, Sie haben von Reaktion und Gegenreaktion gesprochen. Wie erklären Sie sich eigentlich, dass die NATO 49 gegründet wird und der Warschauer Pakt erst so spät 1955. Also es gibt kein Äquivalent, kein Militärbündnis auf östlicher Seite, auf sowjetischer Seite, das kommt ja relativ spät. Wie ist das eigentlich zu erklären?
Es gibt keine vernünftige Erklärung auf Aktenbasis, ja, es, warum Stalin damit abgewartet hat. Ja. Grundsätzlich gibt es eine wesentliche Reaktion auf die Gründung der NATO, und die ist Anfang 1951, als Stalin alle Ostblockführer in Moskau zusammentrommelt und allen ein gigantisches Aufrüstungsprogramm verordnet. Ja. Berühmte Worte, na, es ist nicht normal, so schwache Armeen zu haben. Ja. Also das ist einmal das Bündnis war ja an und für sich in Stalins Denken schon vorhanden. Da war es nicht nötig, würde ich jetzt einmal sagen, in erster Reaktion auf die NATO das auch noch formell zu besiegeln. Ja? Also kurzum, unter Stalin gab es bereits einen Pakt. Also es war ausreichend, wenn er die Ostblockführer nach Moskau ruft und ihnen sagt, ihr müsst aufrüsten, dass sie das auch taten. Ja? Nach Stalins Tod sah natürlich ein bisschen anders aus. Und letztendlich wurde der Warschauer Pakt ja erst am 14. Mai 1955 unterzeichnet. Ja, Sie wissen, es war der Vortag, also Molotow kam direkt aus Warschau nach Wien, um den österreichischen Staatsvertrag zu unterzeichnen. Und ein wesentlicher Punkt, auf den es hinzuweisen gilt, ist, mit der Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrags verlor die Sowjetunion formell das Recht auf Truppenpräsenz in Rumänien und in Ungarn. Und das hatte sie sich mit der Unterzeichnung des Warschauer Paktes einen Tag davor noch gesichert. Ja. Aber das ist jetzt wirklich nicht das wesentliche Motiv, denke ich, warum der Warschauer Pakt dann noch formell gegründet wurde. Aber letztendlich diese Kategorien des Denkens sind im Kreml enorm wichtig. Meine Damen und Herren, gibt es noch Fragen, die offen sind? Jawohl. Herr Götz. Ich habe eine Randfrage. Sie sagten, dass der KGB, also der Geheimdienst, immer dabei war. Aber inwieweit hat Stalin dem überhaupt getraut? Denn er hat ja alle seine KGB-Fürsten. Das ist ja nicht einer, der ist natürlich losgestorben. In dem Verfahren der Erde, das ist ja eine saure Frage gestellt, Ohren abschneiden, Zunge ausschneiden. Inwieweit hat er den dann getraut? Ich glaube nicht. Da geht es in erster Linie um Informationsbeschaffung über diplomatische Informationen. Ja? Die landen nicht alle unmittelbar bei Stalin auf dem Tisch, sondern es ist wichtig, dass es die Leute wie Molotow, Kramnik, Wyszynski rapportiert bekommen jeden Tag, um sich ein Bild zu machen. Ja? Stalin hat grundsätzlich Geheimdienstrapporte, also gerade jetzt über das politische Geschehen, zur Kenntnis genommen. Es wurde ihm rapportiert, aber jetzt konkret gerade in der deutschen Frage, dass irgendwelche Reaktionen bekannt werden, nein, nicht. Zu Molotow gibt es ein Zeugnis, dass er sich wahnsinnig gefreut haben soll über Geheimdienstberichte, ebenso wie McCloy und Adenauer, wenn es Zwistigkeiten gab unter den Westmächten zur deutschen Frage, Mitteldeutsch. Aber das sind so, ja, das können Sie in Memoiren nachlesen von jeweiligen Mitarbeitern der Auslandsspionage und so weiter. Hier ganz konkret, also im Falle von 51-52 war es den Sowjets gelungen, das Pariser Außenministerium anzuzapfen. Das heißt, alles, was rein und rausgegangen ist, wurde abgefangen. Das betrifft vor allem den Telegrafenverkehr, also mit den Apparaten der Hochkommissare in Bonn und in Wien und mit den französischen Botschaften in Moskau, Washington und in Bonn. Das ist hochwertigstes Material. Also da wurde Molotow täglich berichtet über verschiedenste Themen in dieser Zeit. Und soweit zu dieser einen Quelle. Ja, es scheint alles restlos erklärt zu sein. Ja. Extrem komplexen, kontroversen Debatte. 52, 99, 90.
Also es ist evident, dass die 52er-Debatte weitaus mehr Diskussion hat. Können Sie mit Mikrofon sprechen? Nicht reinreden, wir haben ein Mikrofon. Aber das alles aufnehmen, lieber Herr Führer. Wir müssen hier Disziplin wahren. Jetzt geht's los. Was Sie zur Lage nochmal sagen, mag ja von der Seite richtig sein. Aber Adenauer hat einen riesen Respekt nicht vor Russland gehabt, sondern hat den einfach misstraut. Weil eben Stalin nach dem Zweiten Weltkrieg ja so expansiv ja sein Land ausgeweitet und unter Knute gestellt hat. Das war ein neutrales Deutschland undenkbar, weil es einfach vom Sicherheitsdenken gar nicht machbar oder vorstellbar war. Das stimmt nicht ganz, weil Sie werden es kaum glauben, es gibt Briefwechsel von Adenauer aus den Jahren 46 und 47, und in diesen Jahren stand bereits die sowjetische Expansion fest. Da überlegt er noch, ob es nicht sinnvoll ist, ein neutrales Deutschland in Erwägung zu ziehen. Das sind Briefe, lesen Sie die Adenauer-Briefe nach. Was der Schreck auslöst, ist dann der Marshallplan und definitiv die Berlin-Blockade. Aber Adenauer hat von vornherein nicht ein neutrales oder neutralisiertes Deutschland ausgeschlossen. Das wird von der Adenauer-Forschung in der Regel nicht zur Kenntnis genommen, aber Sie können das nachlesen. Das ist in Briefen von Menzing ediert. Das ist ganz, ganz spannend. Adenauer war nicht von Anfang an fixiert auf ein westintegriertes Deutschland. Man muss sich ja sehen, er ist zunächst einmal Vorsitzender der CDU in der britischen Zone, als Oberbürgermeister abgesetzt von Köln. In der Zeit bewegt man sich da zunächst mal. Und in den ersten zwei Jahren, weil er Liebesgabenpakete aus der Schweiz bekommt, dort einen Verbindungsmann hat, überlegt er, ob die Schweizer Politik der Neutralität nicht was wäre, eine erzieherische Aufgabe für die Deutschen. Das ist eine ganz spannende Phase des Adenauer noch bevor er Bundeskanzler wird und bevor sich der Kalte Krieg wirklich massiert. Das war in den Jahren 45, 46 und noch zu Beginn 47 nicht so klar, dass es eine Ost-West-Konfrontation à la Koreakrieg, à la Berlin-Blockade gibt. Aber dann im Zuge dieser weichgestellten Konfrontationsmuster ist der Kurs klar. Und da gibt es wenig keine Debatte mehr. Ja, aber auch ein bisschen Zweifel in die politische Urteilsfähigkeit der Deutschen selber. Er hat nachher gesagt, also Gottes Willen, wir müssen ihn nachher überlassen. Die hat er gehabt, und zwar wird das in einem Dokument deutlich, das längst schon publiziert ist, wo er im zweiten Hälfte 1955 sehr vertraulich mitteilt, dass dem zuständigen Vertreter im Foreign Office im britischen Außenministerium, Sir Ivan Kirkpatrick, der zuständig war für Deutschlandfragen, dass er selbst, wenn es freie gesamtdeutsche Wahlen gibt und selbst wenn eine Regierung aus freien gesamtdeutschen Wahlen hervorgegangen sich frei über die Bündnisfrage äußern könnte, selbst dann wird er dagegen. Weil er fürchtet, wenn er von der politischen Bühne abtritt, werden sich die Deutschen wieder auf einen Deal mit den Russen einlassen und es beginnt wieder die Schaukelpolitik für ihn war das ein Trauer. Das heißt, er hat seinen eigenen Landsleuten nicht getraut, ihnen nicht eine Urteilsfähigkeit zugetraut, im Grunde eine unabhängige deutsche Politik zu betreiben, so wie sie vielleicht heute Frank-Walter Steinmeier betreibt. Ein im Grunde ein bedrückender Befund. Punkt. Meine Damen und Herren, Stalin-Noten-Diskussion ohne Ende, es wird weitergehen. Peter Huppenthaler hat eine ganze Fülle von neuen Erkenntnissen auch durch neue russische Quellenfunde hervorgebracht, die wir sehr wohl leider diskutieren werden. Ich freue mich über Ihr Kommen, Ihren Vortrag und über die Diskussion und danke Ihnen fürs Kommen, für eine spannende Diskussion, die wir heute hatten. Der nächste Termin ist in 10 Tagen. David McAllister kommt und spricht über, als jetzt Europaparlamentarier, ehemalig gewesener Ministerpräsident, über das Bundesland Niedersachsen und die Zukunft der EU. Ich freue mich in 10 Tagen wieder hier. Danke für Ihr